Also sozusagen ein Profi-Zusammenschluss und die forschen. Das ist egal, wie man es rumdreht, weil die haben dann viel zu viel Gras. Das sind dann, ja, das wird weiter verarbeitet. Also die versuchen das dann zu raffinieren, also zu reduzieren, verschiedene Ölherstellungsmethoden. Es gibt ja unendliche Sachen, die man damit machen kann. Und wenn man, also, und dann ist es, also wenn man nebenbei noch sozusagen teilt, dann wird es, also sagen wir so, also so ein Club, der, wo 20, 30 Grower sich zusammenschließen und so Competition machen, der macht das geilste Gras und wir reden den ganzen Tag nur über, boah, mein Gras ist geiler, mein ist noch geiler und boah, schau mal hier. Wir wissen, was das auslöst. Da kommen auch ein paar Leute, die auch was konsumieren wollen. Die Monstergrower, da bin ich auch mit dran. Das bedeutet wiederum, dass natürlich ein gewisser Umsatz da ist von Beteiligungsbeiträgen und die sich geile Geräte kaufen können. Also für Extraktoren 30, 40, 50.000 Euro. Das kann sich nicht ein Grower leisten, aber wenn sozusagen so ein Club dahinter steht, mit ein paar hundert Mitgliedern, aber die so den Anspruch haben, ey, wir wollen echt das Geiste und nochmal einen Schritt weiter gehen. Und wir machen jetzt, ihr kennt ja selber aus Facebook und aus Postings, was man alles mit Cannabis machen kann, was hart macht, dieses Wachs und den WHO und was weiß ich, was es noch alles gibt. Ne? Und einmal extrahiert man es ja nach dem einzelnen Cannabinoid. Jetzt zum Beispiel eine super Sache, CBD als medizinische Anwendungsgeschichte. Die andere Methode ist ja, das Gesamtprodukt zu erhalten, weil nämlich jedes Gras gleich ist, und sozusagen das rauszuziehen, das Konzentrat. Ja, das ist eine vollkommen andere Heilmethode oder sozusagen Heilansatz. Oder Kombinationsansatz. Das eine ist Breitband, Mischung auf eine individuelle zugeschnitten, und es gibt tatsächlich so ein Mini-Bisschen in der Forschung, wenn man das so beobachtet, mit Cannabis auch, dass das immer individueller wird. Also man versucht eigentlich jedem Cannabis-Patienten eine eigene Pflanze zuzuordnen. Es gibt schon so grundsätzliche Mainstreams, ne, was wogegen hilft und was man wie machen kann. Aber der Trend geht tatsächlich dahin, dass jeder Cannabis-Patient seine optimale Pflanze sucht. Ja, das ist natürlich auch nur möglich, wenn du im Groraum, ohne dass du den Stress hast, dass du erwischt werden kannst und dass da irgendwas Schlimmes passiert. Wenn du dann auch mal 20, 30, 50 Pflanzen hinstellst und du hast keine Gewinnerwartung dabei, dann kannst du das machen, dann kannst du dich mit solchen Fragen auseinandersetzen und lässt es halt wachsen und dann lässt es mal die Leute durchprobieren. Genau. Okay, Außenvorgaben möglich. Da weise ich auch alle darauf hin und insbesondere auch Politiker, dass die Außenvorgaben, zum Beispiel jetzt ist die erste Stadt, die es aktiv regelt, Barcelona. Das war lange Zeit ungeregelt und Barcelona hat gesagt, bei uns in der Kommune nicht, das wird uns zu viel und die meisten halten sich ja in ihrer eigenen Regeln nicht, also von wegen keine Werbung oder so. Da sind auf dem Ramblas Leute herumgestanden und Flyer verteilt. Na, ey, heute Abend 10% Rabatt. Das ist natürlich nicht der Sinn von Teilen, sondern das ist Marketing, Kauf, Werbung, pushen. Na, Anreize schaffen. Kommt vorbei und spritzt dir mehr. Also die Außenvorgabe in Barcelona ist jetzt, und zwar seit einem Jahr, prüfen Sie alle bestehenden Cannabis Social Clubs, das mussten auch schon mal schließen, und die nächsten 3 Jahre dürfen dort keine neuen aufmachen. Die neue, die aufgemacht werden, machen alle rund um Barcelona auf. Es gibt keinen einzigen neuen in Barcelona. Also das halten Sie auch tatsächlich durch, und bei manchen Clubs sind Sie auch brachial. Zum Beispiel, das ist eine Ansichtssache. Bei dem einen Club, von dem ich erzählt habe, 14.000 Mitglieder, die hatten natürlich einmal mehrere Clubräume
Aber der eine Clubraum wurde von der Stadt gecancelt, weil er zu prominent lag. Und zwar hat die Stadt gesagt, allein weil das Logo auf einer vermilchten Fensterscheibe da ist, fühlen sich die Leute unter Umständen angesprochen. Ihr seid nämlich genau gegenüber vom französischen Bahnhof, welches höchstwahrscheinlich der größte Bahnhof von Barcelona ist. Und da strömt halt jeden Tag irgendwie 1 Million Menschen raus und sieht euer vermilchten Schein mit eurem Logo. Also bitte zumachen, das Werbung. Das muss wirklich sehr anonym ablaufen. Also die meisten Clubs muss man auch erstmal finden. Selbst wenn man die Adresse kennt, manchmal checkt man gar nicht, dass man da halt irgendwie den anonymen Knopf drücken muss. Das wissen nur Clubmitglieder. Das wissen nur Clubmitglieder. Das andere könnte nämlich sein, dass du Werbung machst. Und wenn du Werbung machst und Leute reinloggst, heißt das, unter Umständen verkaufst du. Keine gute Sache. Okay, also, und die Außenvorgabe von außen ist auch zum Beispiel in Uruguay maximal 50 Leute in einem Club. Das ist auch eine Außenvorgabe. Und das kann natürlich, wenn man sich an das Konzept dranhängt und sagt, ja, wir wollen das auch hier haben, so eine Regelung, kann natürlich auch hier vom Stadtrat oder von wem auch immer auch eine Außenvorgabe kommen. Ich vergleiche das immer mit Waffenvereinen. Ja, ist auch eine problematische Geschichte. Es gibt erwachsene Menschen, die können verantwortungsvoll mit Waffen umgehen. Die dürfen das aber nicht auf dem Hauptmarkt machen oder im Stadtpark, sondern die müssen in einen Verein, in einen Schützenverein und sich dort instruieren lassen und der Möglichkeit nach, und das wird auch nachgeprüft von welchen Ämtern auch immer, normalerweise einen Schrank haben, wo sie das verschließen können, immer verschlossen halten, nicht offen tragen, oder es ist eine Nötigung. Ja, wenn du mit einer Waffe in der Sparkasse herumspazierst, könnte jemand denken, dass du ihn bedrohst. Und lauter so Sachen. Und genauso ist es hier auch beim Cannabis Social Club. Das wird nicht innerhalb eines Vereins geregelt. Und da gibt es bestimmte Regeln. Und da muss man sich eben halten und kann sagen, dass von außen halt eben kommt, nach 22 Uhr nicht mehr aufmachen, weil bei uns in der Stadt darf nach 22 Uhr sowieso nichts aufgemacht werden. Also das ist eine ganz normale Sache übrigens. Das hat nichts mit Cannabis zu tun, sondern einfach mit Vereinsrecht, mit sonstigen Regelungen, die ganz normal sind in der Stadt oder im Land. Gut, Hauptvorteil, jetzt komme ich endlich mal zu den schönen Sachen. Vermeidung von Gewinnen. Eine sehr interessante Sache, weil tatsächlich nur die... Ich habe mir da schon lange über Gedanken gemacht, wie man tatsächlich den Präventionsgedanken überhaupt umsetzen soll bei einer Legalisierung oder Regulierung. Also wie halte ich irgendjemand davon ab oder wie versuche ich sozusagen nicht so rüberzukommen, ich rauche selber, dann komme ich hier auch doch auf, weil es ist so geil. Und ich halte tatsächlich, ich bin fest davon überzeugt, eine der Möglichkeiten, diese Mechanismen, die dazu führen, dass es genauso ist wie bei Alkohol, dass sich Kiddies halt an der Tankstelle doch unter 18 was bekommen ist, dass es einen Markt gibt, dass keiner ein Interesse hat, daran auch nur einen Cent zu verdienen. Nicht mal der sozusagen Arme in dem Fall, weil die meisten Tankstellenbesitzer verdienen kein wirklich gutes Geld. Aber das ist doch genau die Tiefschere, dass sie wissen, okay, hier bei dem Video mache ich vielleicht noch 10 Cent Gewinn. Und dann gibt man es vielleicht an 13, wenn man schon 16 ausgeschaut hat. Vermeidung von Gewinnen bedeutet Marktmechanismen draußen halten. Und das ist für mich persönlich tatsächlich die beste Prävention und die ehrlichste Art und Weise zu sagen, ich rauche das, ich will das, aber ich will es niemandem ausschwatzen. Und möglichst tatsächlich präventiv und Sicherheit über meinen Spaß stellen. Nichts ist sicherer als eine Selbstverpflichtung der Mitglieder, damit sorgsam umzugehen. Wenn der Verein klein genug ist und wenn sich wirklich alle kennen, gibt es auch tatsächlich eine starke soziale Kontrolle durch Freundschaftsprinzip. Das habe ich da auch hingeschrieben, das muss man wirklich. Das verstehen die vielleicht erstmal gar nicht, aber für mich ist es natürlich, wie geil wäre das, ohne Verfolgung einfach mal konsumieren zu können. Wie geil wäre das? Dafür nehme ich gerne in Kauf, dass ich nicht an Kinder verhökere,
und dass ich jeder, der was von mir haben möchte, sagt, dann schnack ich doch selbst.